So, okay, die können wir mal weghauen. Brauchen wir so einen Mülleimer, gell? Auch ganz praktisch. So, dann Gewürz. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt braucht man noch 2. Gut, dann hinauf. Himbeersamen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ah, hinauf. Hinauf. Und da haben wir auch schon wieder 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weg damit. Gut, auf, jetzt müssen wir alles hier haben, gell? Brutal. Ich denke, dass das bloß so wenig ist. Ich denke, dass das mehr ist. Aber wenn wir eh noch so viel Platz haben, dann. Da können wir schon mit 2 auf, oder? So, Gurke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann Zucchini muss vermehrt werden. Wir haben ja, glaube ich, lange noch nicht alles, was geht. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. 5, 6, 7. 3 Gersten. Das Schöne ist auch, wenn du sowas machst, du siehst immer genau, was gut wächst bei dir und was nicht. Das ist das, was ich so positiv finde an die an so kleine Reihen, mehr oder weniger. Mir geht es sogar nicht so um das, ja, ich möchte einfach alles da haben. Nein, mir geht es um das, dass ich weiß, was wächst richtig. Weil dann sagst du auch so, ah ja, genau, das wächst schnell, da kannst du mal schnell ein Feld bauen, da hast du dann tonnenmäßig da. Aber bei dem ganzen anderen Zeug interessiert das aber keinen. Und manchmal auch denkst du dann so, ach, hätte ich das halt da, das halt da. Das muss man wieder auch da jetzt. Knoblauch. Gut, haben wir aber auch noch nicht. Da. Sellerie, Sellerie, Sellerie. Haben wir auch noch nicht. Halt. Senfkörner haben wir, das weiß ich. Haben wir Soja? Oh, wir haben Soja ganz oben. Passt schon. Jetzt habe ich wieder gemeint. Halt, die müssen wir alle aber da. Was, ich kann. Was? Das habe ich gar nicht gewusst. Mit SDG kannst du einzelne auch wieder. Ist das geil. Hätte ich das gewusst. Daher war mein ganzes Leben schon. War mein ganzes Leben schon viel einfacher gewesen. Ja, Himbeeren haben wir, glaube ich, auch mal jetzt auch gebaut. Mit das. Himbeeren. Chili, Rüben, Soja, Bohnen. Da haben wir Himbeeren. So. Jetzt haben wir wieder einen Platz. Die braucht man nämlich jetzt nicht. Ich denke, die braucht man, aber die braucht man doch nicht. Die haben wir weg. Hauen wir sie weg, 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 weg. So, jawohl. Dann haben wir das auch weg. So. Dann, halt das. Dann werde ich mal ein bisschen Holz holen. Dann machen wir die Bäume draußen. Holz, 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 Holz. Dass wir die wieder schön hingekriegt haben. Muss auch gemacht werden, muss alles gemacht werden. Warum ist überhaupt so? Ah ja, genau. Da nehme ich jetzt die Kisten weg. Und da sind bloß noch die Output-Kisten und die Input-Kisten. Mit auch noch alles irgendwo verlegt dann und da kommt dann irgendwie was anderes rein. Irgendwie ein bisschen Küche, so stylische Küche mehr oder weniger. Aber vielleicht wird es auch bloß ein Eingangsbereich, ich weiß es nicht. Ja, das können wir lassen. Der ist auch noch nicht. Ding.
So, dann da oben. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt da stehen. Also, ein paar habe ich jetzt mal schon gesehen. Da waren es bloß ein paar wenige, aber inzwischen sind auch schon wieder übelst viel gewachsen, seit ich da hergeschaut habe. Ich denke, dass sie nicht so viel haben. So schnell erfahren. Das Coole ist aber meine. Ding. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich war mal wo. Da haben wirklich die Bäume so aus dem Wasser rausgewachsen. Beziehungsweise die haben da nicht rausgewachsen, da ist halt irgendwie Damm gemacht worden und dann ist halt das Wasser aufgestaut worden. Und dann schaut das halt aus, dass die Bäume da einfach so rauswachsen. Viel geil einfach. So, dann schauen wir es uns nochmal so. Ja. Also ich finde es besser als wie die nicht so schönen, nicht so schönen fetten Bäume. Die musst du eh nicht kontrollieren, als keiner weiß, dass du sie kriegst. Da finde ich das schon angenehmer. Kleine Bäume, große Bäume. Das ist so normalerweise. Mein, das ist eher so meins, das du. Kleine Bäume, herne Bäume, ganz hohe Bäume. Jetzt sind halt schon wieder 30 du hier. 30 Mal machen wir mal da noch. Oh. Ah, ich aber keinen. Ich weiß nicht, irgendwie tut mir der Bauch schon wieder weh. Ich weiß nicht, was ich heute schon wieder gegessen habe. Dass mir der Bauch jetzt weh tut. Wieder ganz toll. Das mag ich überhaupt nicht, wenn mir der Bauch so weh tut. Ich habe nix und wieder nix. Das ist ja der Grund, warum ich jetzt wahrscheinlich schon alles. Als fleischtechnisch euch aufher, weil einfach der Bauch immer so weh tut. Nur von dem ganzen Zeug. Das ist was auch der, wo ich weiß, dass mir der Bauch weh tut. Aber ich weiß nicht warum. Vielleicht vertrage ich es einfach nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich in meinem Leben einfach schon zwei Fleisch gegessen. Ich weiß das schon. Eine mittlerweile gesünder und intelligenter, mehr oder weniger, aus wie immer nur das Gleiche. Gut. So, da haben wir. Ach, unseren Rucksack müssen wir jetzt auch mal machen, gell? Jetzt steppt das die ganze Zeit mit, aber machen wir es nicht. Na so gut. So, ja. Ich kann da gerade mal wieder den mehr oder weniger so auffüllen. Da ist er hier. Dann kriegen wir nicht mal wieder ein Eier voll. Brutal, eine Reihe. Eine Reihe Bambus ist da drinnen. Das Ding jetzt ist eh schon so fähig. Ich muss jetzt mal überlegen, was wir da jetzt machen mit dem Ding. Das müssen wir auch nochmal anders. Das müssen wir auch nochmal was. Das passt mir jetzt auch nochmal so, wie es jetzt ist. Das habe ich mir anders vorgesteckt gehabt. Wie man da den Bambus nicht da pflanzen. Müssen wir woanders wieder. Müssen wir woanders wieder. Irgendwo. Da oder so. Etwas. Da so ungefähr. Da jetzt mal so. Machen wir den Kies da weg. Braucht man zwar nicht, aber schaut ja scheiße aus. Um mal ehrlich zu sein. Ich möchte es auch nicht so. Es ist so praktisch, wenn du zwei Kies brauchst, aber dann bringt es da wieder nichts in dem Moment.
Leck mich. So viel Kies. Braucht doch keiner. Das braucht doch keiner. Okay, ich hab ein bisschen was dabei. Wie viel Kies habe ich jetzt? 48. Da müssen wir nur genug Erden dabei. Gibt's nicht. Nehmen wir das, den haben wir noch kurz. Ihr leucht euch da mal, dass das aussieht. Nehmen wir da noch weg. Und wechseln. Glaube ich schon besser aus, oder? Glaub schon, ja. Jetzt gehen wir kurz um mich und ins Bett und dann sieht man wenigstens wieder was. So. Ah, gerade aufgegangen und Starving. Oh, gut, das ist gerade sehe. Jetzt fast zum Verhängnis holen. Das ist das Schiene an Dingen. Du kannst dann friedlich trotzdem sterben, nur weil du verhungerst. Das ist echt das, was mir am meisten gefällt an Modpack, an dem, wo das drin ist. Weil es einfach, da geht es mir gar nicht um dies, dass ich aufpassen muss davon. Du kannst auch friedlich spielen ohne das Monster und du kannst trotzdem sterben. Wenn es nicht aufpasst. 5x4, okay. So, dann haben wir uns dann rein. Ah, da drin waren wir gerade. Stimmt. 1000 Bausteine, noch gar nicht fertig. Da müssen wir nur weg. Geht da auch nicht her. Hey, das ist da nicht so viel Sand auch noch. Muss gleich noch ein bisschen Erden holen. Über das Deck ging schon. Sand schon da. So. So, jetzt brauche ich Erden. Die wollen wir jetzt schnell und dann machen wir da schnell weiter. Dann haben wir das vielleicht auch endlich mal. Oh. Mit da ist der. Ja, mit zwei mit. Weiß ich nicht, was mir nur einfällt. Das ist immer sehr spontan bei mir, ist mir schon aufgefallen. Sehr spontan und sehr sporadisch immer. Machen wir dann mal gleich zu, wenn wir schon da unterwegs sind. So. Erstmal ein ganzes Sandvorrat für die nächsten 5 Jahre. Extra mit. Ja, super. Hey. Da ist wieder was. Da wird jetzt wieder was abgefangen. Kann jetzt wieder nicht aufhören. Jetzt müssen wir aber damit aufhören. So. Mir ist egal, wie viel Sand da ist. Ich möchte da einfach zu haben.
Dressur und Ski. Das muss so sein. Yeah.